Die Battlefield-Reihe besitzt ganz zu Recht eine riesige Fangemeinde. Ob der kommende fünfte Teil aber den hohen Erwartungen der Spieler standhalten kann, wird sich erst noch zeigen. Eingefleischte Battlefield-Veteranen haben nämlich ganz eigene Ansprüche, die Battlefield 5 abseits des Settings auf jeden Fall erfüllen sollte. Die 5 sehnlichsten Wünsche für den kommenden DICE-Titel erfahrt ihr in diesem Video. Aussetzender Sound, miserables Clipping und ständige Abstürze. Battlefield 4 legte 2013 einen mehr als miserablen Start hin. Auch der madige Netcode sorgte noch Monate nach der Erstveröffentlichung für Frust. Die Gegner trafen uns um Ecken und durch Wände hindurch, selbst Streiftreffer endeten oft tödlich. Bis Battlefield 4 einigermaßen rund und erträglich lief, musste erst ein ganzes Jahr voller Updates und Patches vergehen. Für Battlefield 5 erhoffen wir uns daher einen reibungslosen Start. Seien wir mal ehrlich, Singleplayer-Kampagnen gehören definitiv nicht zu den Stärken der Battlefield-Reihe. Meist sind die Geschichten zwar ganz nett inszeniert und bieten tolle Zwischensequenzen, im Kern ist aber nicht mehr als öde Schlauchlevelballerei geboten. Dazu noch eine vorhersehbare Storyline und eine Prise Heldenpathos. Fertig ist die Standard-Battlefield-Kampagne. Nein, danke. Im neuen Battlefield verzichten wir da lieber komplett auf einen Singleplayer-Modus. Oder wie seht ihr das? We gotta get off this bridge. It's too dangerous. We are not gonna leave you behind. No one gets left behind. Am Map-Design sollte Entwickler DICE in Battlefield 5 ordentlich schrauben. Gerade der Rush-Mode wirkte in Battlefield 4 wie ein vernachlässigtes Kind. Den meisten Maps mangelte es schlichtweg an Balance. Fehlende Deckung auf den Karten sowie unfaire Fahrzeugverteilung zwischen Angreifern und Verteidigern töteten schnell den Spielspaß im Rush-Modus. Einige Karten wurden im Nachhinein via Patch an den Rush-Modus angepasst, unserer Meinung aber viel zu spät. Die meisten Spieler hatten den eigentlich tollen Modus bereits abgeschrieben. Auch des Balancings zwischen Fahrzeugen und Infanterie sollte sich DICE annehmen. In Battlefield 3 stellten beispielsweise Panzer noch eine wirkliche Bedrohung für Einzelgänger dar. Sinnvoll eingesetzt, konnten die Stahlkolosse schnell den Verlauf einer Schlacht entscheiden. In Battlefield 4 dagegen wurden Fahrzeuge deutlich geschwächt, dafür aber auch inflationär über die Levels verteilt. Statt einer Panzerflut erhoffen wir uns daher in Battlefield 5 wieder weniger, dafür aber mächtigere Fahrzeuge. Ein wichtiger Faktor, der die Battlefield-Reihe gerade im Mehrspielermodus so erfolgreich gemacht hat, ist das Zusammenspiel mit dem eigenen Kampftrupp. Ein Team, das stark zusammenarbeitet, kann viel mehr erreichen als doppelt so viele, aber unkoordinierte Einzelkämpfer. Teamplay sollte dementsprechend wieder ein essentieller Bestandteil des neuen Battlefields sein und spürbare Vorteile mitbringen. Es gibt natürlich noch weitere Baustellen, an denen DICE in Battlefield 5 arbeiten könnte. So hat uns beispielsweise das dynamische Zerstörungsmodell von Bad Company 2 viel besser gefallen als das von Battlefield 4. Das Freischaltungsmodell von Waffen und Zubehör halten wir insgesamt gesehen ebenfalls für verbesserungswürdig. Aber wie seht ihr das Ganze? Welche Änderungen wünscht ihr euch für Battlefield 5? Sagt uns eure Meinung.